So, als nächstes machen wir Schuhe, Ja. Was geht denn hier ab? Was denn? Wieso ist denn hier so ein halbtoter? Ah ne, der ist nicht halbtot, der ist einfach nur rot gescheckt. So, Level up. Was Was mache ist ich denn denn das mal? Licht da auch noch aus, ey? Ja, entschuldige bitte. Ich habe ja wohl immer noch meinen Handkristall am Leuchten. So, was gilt ich denn jetzt mal? Ich brauche noch Steine und 30 Holz. Beantwortet meine Frage nicht. Ich gehe noch mal Steine und Holz sammeln. Beantwortet meine Frage immer noch nicht. Was war überhaupt die Frage? Ich habe nicht zugehört. Auf was gilt ich denn Das jetzt? weiß ich doch nicht! Ich habe es nur auf Nahrung zuletzt gemacht. Halte ich für unnötig. Zuletzt. Die restlichen Punkte habe ich alle an hier. Ausrüstung, wie heißt das? Resistenz. Verballert. Ja, und? Du verlierst jetzt nicht mehr so schnell Leben, oder? Mach jetzt nichts Falsches. Ich bin der festen Überzeugung. Oh, ich kann eine Pumpgun bauen und eine normale Pistole. Geil, wenn man Stein braucht, kriegst du nur Feuerstein. Ich kann einen Rundstrahler, einen elektrischen, eine Eingabetastatur kann ich bauen, wofür auch immer ich die brauche. Oh, erlaubt den Fernzugriff auf mehrere Türen und/oder Lichter. Laternenpfähle, eine Kriegskarte, ich kann also auch eine Karte von der Insel hier hinstellen. Ein Allosaurus-Sattel mittlerweile, ich habe noch nie einen Allosaurus getroffen in diesem Spiel. Willkommen in den Endcontent. Was brauche ich denn für die Betäubungspfeile eigentlich? Für die Pistole? Level 65. Mit Level 65 können wir erst die nächsten Betäubungspfeile machen. Ich brauche noch 4 Steine, Alter. Ah, okay, noch 2. Okay, ich hab's. So, was haben wir denn hier noch alles Schönes, weil ich mal gerade irgendwo hin loswerden will? Mach So. doch nicht immer das Licht aus, wenn ich's brauche. Ich bin hier am Da, 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 Arbeiten da, da, vielleicht, da, Frau. da. Ja. Ja. Schön. Ja. Ich baue gerade einen Kühlschrank. Ich muss ihn da irgendwo hinsetzen. Dafür brauche ich Licht. Mann. Mensch, Können kannst doch Sie nix. bitte mal leuchten? Nee, grad nicht. Doch. Nee. Ja, dann weiß ich nicht, wohin mit dem Muss Kühlschrank. hier 300 Stroh in den Schrank legen. Oh. 300 Stroh. Ja. Ja, hinne, dann machst du Ja, ja, Licht. ja, 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 Ja. ja, 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 gleich. Wo Ja, willst du ihn wie? denn Ja, hier hinsetzen? hinten. Ja, weiß ich ja noch. Ich muss ja gucken. Ja, wo bist du denn Ja, hier hinten? hinten, wo anderes. Ich Du musst weiß doch es irgendwo denn nicht. noch den riesen Fabricator hinsetzen, ne? Denn dann kommt der Kühlschrank nach oben. Dann kommt hier das Fabricator-Ding hin und dann kommt. Oder hier hin. Hier an die Wand. Hier? Ja, das ist, warte, das geht dann von hier. Muss mich schon angucken. Ich gucke dich an. Das kommt dann von hier bis hier. So lang könnte das sein. Ja, oder oben. Oben ist ja genug Platz. Ja, gucken Ja. wir dann. Ja, hier bei dem Kühlschrank hier unten, das passt schon. Ja, steht hier. Guck da. Siehst Ich du? hab den schon gesehen. Guckst du? Ja, mach ich jetzt verdorbenes Fleisch rein. Ja, hatte ich. Ich habe gar keins mehr. Gut. So, Sommer oder Winter? Ich habe noch so viele Feuersteine, die ich loswerden muss. Warte mal. Achso, ja, tu den Mörser. Ein Mörser, okay. Wollen wir noch. Ja. Ja. Ich mach noch eben Zündpulver. Da habe ich auch die ganzen Steine hingetan wegen dem Zündpulver. Ha! Weil dann, können wir die Kühltränke noch, damit bestücken. Ja, Warte, ja, ich mache auch ja, direkt ja. alles. Das sind 58 Stück oder so. Hast du noch rohes Fleisch? Rohes? Hm. Ja, im Kühlschrank. Da auch noch richtiges? Was Gebratenes? Ja. 7. Das reicht mir. Ja, und ich? Ach so, nee, hier sind doch noch 18 Stück drin. Was Rohes oder Gebratenes? Gebratenes. Im Feuer oder was? Nein, im Kühlschrank. Ach so, ja, dann nimm das. Dann bin ich ready. Ja, warte, ich mache eben noch das Zeugs da rein. Und was ich natürlich jetzt vergessen habe im Mörser. Kenn das. Passiert ja aber auch nach über 200 Stunden Spielzeit. Okay.
Ja, liebe Community, über 200 Stunden Spielzeit. Es gibt schlimmere, glaube ich. Ja, sicher gibt es schlimmere. Aber ich habe einen Job und ein Leben. Das ist schon wahr. So, Kühlschränke laufen. Hier, komm Frau, apropos Job und Leben, ne? Hier, ich habe noch 40 Minuten, dann ruft mein Bett. Hast du denn keinen Urlaub? Nächste Woche habe ich Urlaub. Ja, du da hast Urlaub. Ja, ich bin unterwegs hier. Ich reite schon. Hier, guck mit Fackel sogar. Ja, du weißt doch gar nicht, wo es hingeht. Ja, ich warte eher auf dich. So, halte gut die Ausdaueranzeige deines Flugsauriers im Auge. Weil wenn der keine Ausdauer mehr hat, dann wirft er dich einfach mitten in der Luft ab. Und das Tier? Wieso fliegen wir eigentlich so? Wieso fliegen wir eigentlich so hoch? Können wir nicht was niedriger reiten? Was? Was? Achso. Niedriger? Ja, ich sehe es gerade, es geht nicht. Also, das ist gerade noch mega niedrig. Ich fliege auch gerade noch langsam, weil ich nicht will, dass du mit der Ausdauer runtergehst. Ich will jetzt einmal langsam gerade fliegen, dass du mal so ein bisschen Umgebung zeigen kannst, vielleicht auch. Umgebung zeigen! In der Dunkelheit! Wenn ich die ganze Zeit hochgucke vor allem, weil ich ja auf deinem Fluglevel sein muss. Wo bist denn du? Hinter dir, direkt hinter dir. Oder? So, ja, ich muss mich auch ein bisschen orientieren jetzt, weil es ist halt. Seht dunkel. Ihr die schöne Umgebung, wie schön schwarz sie ist? Da vorne sind sämtliche Lichtsäulen. Freunde, seht ihr, wie schön die Umgebung dargestellt ist in der Nacht? Es ist wirklich Nacht. Man muss nicht nur die Gamma-Werte hochstellen und sieht plötzlich alles. Nein, man sieht nichts. Ich wollte die Weiße. Obwohl, ich glaube, es bringt schon was, wenn man das Gamma hochstellt, dass man auch mehr sieht, aber da weigere ich mich auch. Wieso gehst du jetzt wieder runter? Weil ich mich umgucke. Ja, aber ich weil muss ich doch das schön finde gerade hier. Was ist denn dein Problem? Ich muss dich im Auge behalten, dann gehst du einfach runter. Wie sieht's denn mit deinem. Da ist noch nicht mal die Hälfte weg. Ja, gut. Weil wir die ganze Zeit so langsam fliegen. Können wir jetzt mal ein bisschen Gas geben? Weil hier ist schon der Gipfel, wo wir hinwollen. Ja. Ich parke grundsätzlich bei den Ruinen. So, pass auf, Flugstunde. Du visierst das an und drückst Leertaste. Und mit Leertaste landet er. Und dann kannst du absteigen. Flugstunde, ahoi. Das Problem ist, wenn du absteigst, ohne dass du Leertaste drückst, landet der manchmal auch einen halben Kilometer entfernt. Ja, deswegen. Was leuchtet eben hier? Erst, was also leuchtet der Kristall, der leuchtet. Wie cool ist das denn? Da hinten, oder was? Ne, hier unten direkt. Ja, ja. Wo bist du denn jetzt? Wo, was für ein Kristall? Hier, da. Ach, da. Ja, da. Ja, der Kristall. Ja, da. Ist okay. Ja. Kristall braucht man nur nicht so dringend. Wir brauchen unbedingt... Ach. Hier du, ist hast wieder eine, du hast wieder eine Metallspitzhacke, oder? Ja, hier ist doch Metall okay, direkt. Ja, dann suchen wir uns jeder einen eigenen Stein. Und erben den komplett ab. Was? Hä? Was? Ja, erbte den Stein ach komplett so, ab. Ich dachte, der ist abgeschürzt. Sein PC ist alles verstanden. Nee. Marcel, Kumpel von mir, der hat mal so geilen Fehler gehabt. Der PC ist komplett abgestürzt, der Bildschirm war schwarz, aber er war noch... Mein Inventar ist voll. Jetzt schon? Ich hab dir doch vorher gesagt, du sollst dein Inventar möglichst leeren. Ja, ich hab die ganzen Beeren noch hier drin, ich esse die gerade schnell. Ja, bitte. Ich habe aber jetzt schon 80 Steine. Ich bin schon ganz schwer. Ich kann nicht mehr schwer. Steine. Metall meine ich. Ja, viel mehr als 80 kannst du auch nicht mitnehmen. Aber Stein habe ich fallen lassen. Ich bin leer vom Inventar. Ich habe nur noch 45 Holz dabei. Vielleicht soll ich das noch fallen lassen. Ja, aber jetzt auch schon 122 Metall. So nie im Leben kann der das tragen, weil ein Metall wiegt. Ja, ich kann ja weniger mitnehmen. Ich nehme 100 mit. Ja, dann lasse ich die 80 und gut ist. Wo ist denn zu Hause? Moment, ich komme jetzt. Ich nehme mal 91 mit.
Kann der mich noch tragen dann? Ja, das ist jetzt nämlich die Frage. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Also ich kann auch was Holz und Fasern und Stroh kann ich auch noch fallen lassen, aber halt ungern. Wie viel denn? Wie viel bringt denn dir das an Gewicht? Keine Ahnung. Steht das da irgendwo? Gewicht. Ah, 22 Kilo sind das. Boah, schmeiß weg! Das Holz? Ja, auf jeden. Holz können wir uns nachfahren. So, probier's aus. Jetzt kann ich ja wieder springen. Ja, also ja, meiner fliegt. Boah, meiner ist sehr langsam. Wie viel Eisen hast du jetzt dabei? 80. Boah, nee, das ist zu langsam. Ich muss nochmal landen. Der kann nicht schnell fliegen. Das ist ja ultra nervig. Irgendwas muss ich nochmal rausschmeißen. Ich weiß nicht, wo das ist. Ja, ich lasse auch mein Holz fallen, dann sollte es gehen. Ja, jetzt geht's wieder. So, mir folgen. So, Sonnenaufgang. Ist doch wunderschöne Szenerie jetzt hier. Hä? Wo bist du denn jetzt? Wo bist du denn? Ja, ich bin einfach ein Stück geradeaus geflogen. Ja, ich sehe dich nicht. Ja, ich sehe dich auch nicht. Dann komm nochmal zum Berg zurück. Wo ist der denn jetzt? Boah, Julia! Ja, was denn? Wie soll ich dich denn finden, wenn du null weißt, wo du flügelst? Du bist in die komplett falsche Richtung geflogen. Du bist Richtung große Nadelbäume geflogen. Da bin ich doch, hier, guck mal. Ja, du bist in die komplett falsche Richtung geflogen. So, lande nochmal, um wieder alles aufzufüllen. Ah, und wenn... Ist wieder voll? Ja. Dann los. Also ich bin schneller als du. Ja, dein Flugsaurier ist ja auch Level 45 oder so. Meiner ist Level 10. Oh. Ja. Ich hatte was Schönes, bis es gestorben ist. Guck mal, ich spawn gerade was. So, so. Ich muss mal gerade ein bisschen mit meiner Ausdauer chillen. Ich gehe mal gerade runter. Ja, ich sehe dich auch schon wieder nicht. Ja, du weißt doch jetzt, wo wir sind. Das kommt mir bekannt vor, ja. Guten Morgen. Morgen. So, ich fliege auch mal nach Hause. Ja, ich musste runter wegen der Ausdauer. Ich bin nachher bei der Hälfte gerade. Ich habe deinen ja auch schon hochgelevelt mit 10-mal hin- und zurückfliegen. Ah, ich sehe dich. Oder? Ja, ich fliege ja langsam. Ja, genau. Meine Fackel ist gerade kaputt gegangen. Also, merkst du was? So, mit dem Flugsaurier öffnen sich wieder ganz andere Möglichkeiten. Jetzt kannst du überall mal eben so gerade hin. Willst du das Eisen in die Werkbank? Also das Metall? Nein. In die Schmiede. Wir müssen ja erstmal Metallwaren daraus machen. Achso. Ja, ist drin. Dann brauchen wir Holz, um es einzuschmelzen. Ja, das habe ich ja gerade vernichtet. Ja, dann holen wir halt Neues. Ist dort und nicht lang. Bisschen Holz. Hier ist noch Holz. Ich komme. Wo ist denn hier? Ja, im Schrank. Dann sag das doch. Ja, ich bin da schon auf dem Weg zur Schmiede. Mann! Immer mobbst du auch viel zu leicht. Nein, du bist einfach immer direkt so. Gar nicht! Überhaupt nicht. Gar nicht! Fliegen mobben mich! Ich hab dir übrigens nicht wiedergefunden, die Killerfliege. Was? Ja, von gestern, die Fliege. Dann lebte sie noch. Ja, mich hat die nicht attackiert. Für mich war die ganz lieb. Ja, mich hat sie auch schon nicht attackiert. Ja, doch nicht mehr, als du am Pennen warst. Aber schwimmt da im Wasser? Da ist gerade Saurier ins Wasser gelaufen. Wo? Hier irgendwo. Jetzt sehe ich ihn aber auch nicht mehr. Da hinten läuft er ganz schnell. Sehe ich nicht. Ja, der ist hinterm Stein jetzt. Ja, okay. Der ist von dem Trike weggerannt. Oh, könnte alles Mögliche sein. Kleinerer Fleischfresser. Meine Fackel ist kaputt. Was brauche ich dafür?
Alles. Feuerstein, Stein, Holz, Stein. So, meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, jetzt machen wir hier mal weiter bei der Metallrüstung. Wie würdest du es finden, wenn wir jeder eine Metallhose bekommen würden? Ich hätte gerne erstmal Schuhe. Nee, erstmal kriegst du Hose. Aber ich hab keine Schuhe mehr! Nein doch. Hä? Heul doch. Ja. Tu ich doch gerade. So, ist in der Werkbank. Yeah! Wieso hat die grüne Augen, die Alte? Bitte? Warum hat die Alte von mir grüne Augen? Wenn nicht... So, als nächstes machen wir Schuhe, ja? Ja. Was wollte ich jetzt machen? Ach, die Hose. Also wir brauchen jeweils 8 Metallbarren für Schuhe. Ich muss jetzt erstmal eine Fackel machen. Ja, mach doch. Ah, 160 Steine, das kann ja ein Momentchen dauern, bis das eingeschmolzen ist. Aber ich wäre eigentlich dafür, wenn wir gleich im Anschluss direkt noch eine Tour machen. Weil dann kann ich uns jetzt gleich auch mal Schusswaffen bauen. Ich meine damit keine Armbrüste. Kann ich halt auch mal vernünftige Gewehre mit Zielfernrohr bauen. Weißt du, und dann können wir uns halt irgendwo in der Entfernung schon hinsetzen und die Viecher dann aus der Entfernung absnipern. Ja, ja. Brauchst du den Braten nicht, ne? Doch, doch. Aha. Wir können auch mal in eine Höhle gehen. Gibt's da Mutanten? Nein. Oh. Warum sollte es da Mutanten geben? Wie in Forest, oder was? Ja. Das ist nicht Forest. Aber... Nein! Aber... Wir müssen mal Forest spielen. Bist du denn jetzt wieder? Auf dem Dach. Ich genieße die Aussicht. Das ist kein Dach, das ist unser erstes Oberstockwerk. Noch ist es das Dach. Aber nein, das Dach kommt da hin. Willst du keinen dritten Stock bauen? Das ist ein halbes vielleicht, so ein halbes Spitzdach mit Speicher. Ja, geht auch. Oder willst du einen Wolkenkratzer bauen? James, mein Orangensaft ist leer! James! Ist der schon wieder Feierabend, der Sack, ey. Ah, guck mal, du könntest jetzt was Episches filmen. Was denn? Das war das? Baba! Der Baba stürzt sich auf seine Beute! Die gerade vor ihm wegläuft. Das Vieh schwimmt schneller, als ich schwimmen kann. Aber das Schöne ist, im Wasser kann ich die Armbrust benutzen. Es sieht jetzt nicht so episch aus, muss ich ja sagen. Ich hatte das auch anders geplant. Ich wollte eigentlich draufspringen und es während dem Springen quasi noch getötet haben, aber das ist fehlgeschlagen. Hätte episch aussehen können und besser einmal die Kamera zu viel drauf als zu wenig. Also ich töte die Schildkröte da unten. Mach doch. Ja, mach ich jetzt auch. Als Schildkröte. Lystrolololo. Alles klar. Hast du jetzt das gesehen? Ich wollte erst Lystroli jetzt 2 nennen, aber dann dachte ich, nein. Snowball 1, Snowball 2, Snowball 3. Ja, genau. Wollen wir das Strike dann noch töten? Nein, weil da drüben läuft noch eins. Ich seh's, ja. Wir verfolgen uns 2. Ist ja gerade aber wir haben. Ah, nee, die reißen unser Haus ein, hast du gesagt, ne? Mhm. Warum? Weil das Wichser sind. wir könnten mittlerweile genug Eisen haben. Ja, wir haben genug Eisen, um 2 Schuhe zu basteln. Warum sind denn hier in der Werkbank Steine drin? Oh, weil ich für irgendwas mal Steine gebraucht habe. Ich pack die mal in Mörser, weil da brauchen wir sie immer. Wegen dem Zündpulver. Ja. Genau. So, befindet sich jetzt gleich in der Werkbank. Schuhe? Ja. Ah! Oh. Bonner und Helm.
Ja, weiß ich. Da sind deine Schuhe jetzt drin, ne? Ich habe meine Schuhe an. Ach, du hast sie schon. Ja. Ja. So, dann tue ich die alten Schuhe mal weg. Ist da noch eine Kappe drin? Nein. So. Nein. Ist der langsamer dann? So. Ja, was brauche ich denn als nächstes? Als ich ja, die ist halt auch schwer, die Rüstung. So. Das ja, ich merke, er ist jetzt nicht mehr so schnell. Nee, nee, das warte ist mal, schon... Wo ist denn Brandon? Brandon hat nämlich Level Up. Was ist das? Der hat ein Ei gelegt! Wer? Der Pitera hat ein Ei gelegt, ein gelbes! Ja, sehr schön. Haben sie gevögelt? Ja, pff, das habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, das sieht man auch nicht. Müssen wir mit ja, dem, krass. Müssen wir mit dem Ei was machen? Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Ei ausbrüten kann, ne? Tja, dann müssen wir... Heb das erstmal auf. Dann müssen wir... Nein, ich will nicht auf dem reiten. Setz dich hin. Ja, siehste, und stell dir mal vor, das macht er in der Wildnis. Mitten im Wald. Deswegen, der ist so eine Backpfeife von mir. Ja, deswegen. Immer erst landen lassen, dann absteigen. So, Ausdauer. Aus Erfahrung.